Ich bin wieder zurück, Herr Roth, wenn Sie mich brauchen. Danke. Ich bin rein zufällig hier, Herr Doktor. Herr Roth und ich haben nachher noch miteinander zu tun. Ich dachte schon, mein Fall sei so außerordentlich, dass sich gleich der Staatsanwalt persönlich bemüht. Naja, so ganz gewöhnlich ist er nun auch wieder nicht, schon im Umfang nach. Sie sagten vorhin, Sie sagten... Ich bin sicher wohl der Erste, aber es werden sich bestimmt noch viele andere Geschädigte melden. Naja, wir sind auf alles vorbereitet. Na schön, dann kann ich Ihnen vielleicht alles der Reihe nach schildern. Einer muss ja den Anfang machen und leider war ich ja so etwas wie ein Aushängeschild. Na, Sie sind schließlich Arzt. Ja, zuletzt Inspekteur bei der Bundeswehr. Ja, Sie haben sich da aber öffentlich für diese Kuranstalt mit Diagnostikzentrum eingesetzt, Herr Dr. von Hanning. Na, aber klar. Ich wollte mit voller Absicht viele meiner Freunde und Bekannten für dieses Bauvorhaben gewinnen. Für eine gute Sache muss man die Leute doch interessieren. Für eine gute Sache? Ja, in den Händen der richtigen Leute ist das eine gute Sache. Dazu stehe ich nach wie vor. Innerhalb der heutigen Wirtschaftskriminalität nehmen sogenannte Schwindelfirmen einen ganz besonders großen Raum ein. Dabei geht es vor allem um die Ausnutzung erhöhter steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten durch sogenannte Abschreibungsgesellschaften, die in der Form von Kommanditgesellschaften betrieben werden und beim Publikum darum werben, hohe Kommanditeinlagen zu zahlen. Diese Kommanditeinlagen führen, sofern die Gesellschaft Verluste macht, und das ist ihr eigentlicher Zweck, zur Ausstellung von sogenannten Verlustzuweisungen, die bei den Kommanditisten zu Steuerherabsetzungen, also zur Steuerersparnis, führen. Wie groß der Schwindel mit diesen Gesellschaften ist, ergibt sich daraus, dass nach wissenschaftlich belegten Schätzungen allein in den letzten 4-5 Jahren etwa 40 Milliarden D-Mark Kommanditanteile eingezahlt worden sind, von denen etwa die Hälfte an faule, also schwindelhafte Gesellschaften erbracht wurde. Die Kuranlage hätte von niemand anderem als von uns Einheimischen gebaut werden sollen. Da wäre was draus geworden. Na und jetzt, was ist jetzt draus geworden? Draus auf dem schönsten Baugrund steht die halbfertige Anlage. Und keiner von uns hier kann sagen, ob und wann sie jemals fertig wird. Es ist Ruhe! Ich bitte um Ruhe. Fertig, Hassler? Nein, noch lange nicht. Ich möchte... Die Redezeit ist beendet. Okay, komm. Das wissen wir doch alles. Seit Tagen reden wir uns die Köpfe blutig über das Kind, das nun mal in den Brunnen gefallen ist. Jetzt kann sowieso keiner mehr was ändern. Ich hätte trotzdem noch etwas zu sagen, Herr Bürgermeister. Die Ausführungen des Herrn Hassler dürfen nicht unwidersprochen bleiben. Es sieht mir doch sehr nach der Methode, haltet den Dieb aus. Wenn jetzt von gewissen Kreisen der Eindruck erweckt werden soll, als ob Sie mit der geplanten Kuranlage nichts zu tun haben wollten. Ich verbitte mir das. Davon kann gar keine Rede sein. Ruhe. Das Wort hat Hauptlehrer Fiedler. Ausgerechnet jene Kreise, die sich wohl den größten Gewinn davon versprechen, wenn wir hier im Wimroth zum Kurort, meinetwegen sogar zum Bad Wimroth, aufsteigen. Jawohl, meine Herren, wir alle waren für die geplante und neue Kuranlage. Aber doch unter unterschiedlichen Voraussetzungen. Wir wollen, dass jedermann hierher kommen soll. Auch als Kassenpatient. Andere dagegen aber wollen nur gut zahlende Privatgäste. Das ist doch wirklich alter Kram, Herr Fiedler. Haben Sie einen Vorschlag, wie wir mit der Sache weiterkommen? Haben Sie einen? Nein. Na also. Sie haben es ja selbst gesehen. Wir sind im Gemeinderat mit unserem Latein am Ende. Ja, als Laie möchte man meinen, der Bau sei nahezu fertiggestellt, Herr Bürgermeister. Äußerlich zum Teil, aber die Inneneinrichtung. So, die Bauträgergesellschaft hat Ihnen doch die komplette Fertigstellung garantiert. Also, vor dem Auftrag hatten wir natürlich unsere Juristen rangesetzt, die aber zum Teil den Herren von der Medico Bau und Boden GmbH und Co. KG nicht gewachsen waren. Wenn ich bloß diesen Namen schon höre. Wir darauf reingefallen sind. Aber, Herr Bürgermeister, doch nicht auf den Namen der Gesellschaft. Doch schon wie er auf den Namen der Gesellschaft, der. Lauter Leute mit Namen und Titeln, die zum Teil hier anmarschiert kamen, um nach dem Rechten zu sehen. Als noch gebaut wurde. Jetzt lässt sich kein Aas mehr blicken. Ja, die meisten von denen sind doch genauso reingefallen. Die Kommanditisten der Firma sind genauso übel dran wie Sie. Na ja, schön. Und wie geht's noch weiter? Können Sie uns denn nicht helfen?
Ich fürchte, nein. Jetzt werden Sie mich natürlich fragen, warum ich dann überhaupt gekommen bin. So ungefähr schon. Ja, es ist notwendig, hinter die Absicht dieser Leute zu kommen, die in dieses Kurzentrum eingeredet haben. Sind es Gauner oder sind es ordentliche Kaufleute, die nur leichtfertig gehandelt haben? Das fragen Sie noch. Ja, man muss es wissen. Vielleicht hängt auch davon ab, ob Sie eines Tages doch weiterkommen oder auch nicht. Aber sagen Sie mal, wie hat das überhaupt angefangen? Angefangen? Ja, ich meine, wie und wann ist man denn auf die Idee mit diesem Kurzentrum gekommen? Guten Tag. Rückert. Ja, guten Tag. Übrigens, Ihre Analyse ist jetzt fertig. Kommen Sie doch bitte gleich mal mit. Ja, Mann. Ja. So, bitteschön, darf ich vorangehen? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Tja, wie ich schon festgestellt habe, Herr Rückert, Ihre Quelle ist ein leichter Säuerling mit mittlerem Anteil von Natrium, Magnesium und Hydrogencarbonat. Also gut zum Heilen. Na, sagen wir eher ein besseres Tafelwasser. Aber natürlich ausgezeichnet bekömmlich bei Stoffwechselbeschwerden und Ähnlichem. Ihre Quelle ist auf jeden Fall besser als die anderen hier in der Umgebung, Herr Rückert. Damit können wir gemeinsam ein Geschäft machen. Besser als Leitungswasser ist sie auf alle Fälle. Und auch besser als alle Quellen hier in unserer Gegend. Aber das ist doch nicht ausgesprochen für Kuren geeignet, Herr Cyprian. Nun, für Kuren gerade nicht, aber zum Trinken halt. Ich meine damit, eine reine Quelle ist heutzutage sowieso schon etwas Besonderes. Zumindest für die Großstädter. Man kann auch ausgezeichnete Limonaden damit herstellen. Sicher, wenn man das in die Reisebeilagen der Zeitung bringt. Wir müssen sowieso noch eine Menge tun, damit uns die lieben Nachbarn nicht die Sommerfrischler wegschnappen. Bitte, mein Herr. Dafür ist mein Quellwasser doch gerade richtig. Tja, wenn wir damit anfangen wollen, da gibt es nämlich noch einiges über die Kosten zu reden. Kosten darf es mich natürlich nichts. Dann kann es lieber weiter am Waldboden versickern. Geh, Fräulein Kegel, kommst du mal bitte her. Fräulein Kegel, wir müssen mal wieder die Zeitung anschreiben wegen der Reisebeilagen, Sie wissen schon. Ja. Hier hätten wir was, das wäre vielleicht ganz interessant für manchen, der sowieso wieder in unsere Gegend kommen will. Sie schreiben doch so schöne Texte. Hm? Das Projekt Rheinblick steht vor dem Abschluss. Der Wohnpark Heißfeld ist restlos ausgebucht. Die Bauarbeiten fangen nächsten Monat an. Bleibt noch Schlosshotel Montana. Tja, meine Herren, wird Zeit, dass wir uns nach was Neuem umsehen. Hm? Wie wäre es denn, wenn wir mal an den Schiffsbau denken, Herr Schaper? Da fließen jetzt reichlich Gelder. Ich bin Architekt, meine Herren. Mit Schiffsbau habe ich nichts zu schaffen. Ja, das Technische ist doch sowieso für die Katz. Wir verdienen nicht am Bauen, sondern am Verkaufen. Ne? Und verkaufen muss man, was gefragt ist. Naja, Herr Bisswanger hat trotzdem recht. Lieber Röhl, bleiben wir bei dem, wovon wir was verstehen. Der Boom hält momentan noch an. Was wollen wir mehr? Ich habe Ihnen da was angestrichen, Herr Schaper. Hm? Sie haben doch eine gute Nase. Ah, eine neue Heilquelle, was? Mhm. Wir haben da irgendwo eine neue Quelle entdeckt und wollen damit ihr Schwimmbad wohl ein bisschen attraktiver machen. Also auf jeden Fall sondieren. Sagen Sie mal, Sie haben mir doch da neulich was von der Ausschreibung eines Klinikums erzählt. Der Brocken ist zu groß für uns, glauben Sie mir. Außerdem habe ich keine Erfahrung im Krankenhausbau. Da könnten wir ja vielleicht einen Fachmann hinzuziehen. Hm? Da steckt sogar noch mehr drin. Wenn wir uns um solche Leute bemühen, müssen wir Ihnen auch was Hübsches vorweisen. Ja, und eines Tages kam dieser Direktor Schaper hier an. Er hatte gleich seinen Architekten mitgebracht, ein gewisser Binswanger, der übrigens gar keinen schlechten Eindruck machte. Vom Bauen versteht er was, das werden Sie nachher sehen, wenn ich Sie durch die Kuranstalt führe. Ich habe so das Gefühl, Schaper und sein Architekt konnten Sie sehr schnell für diese Kuranlage gewinnen. Ah, so schnell auch nicht. Ich ließ Schaper erst mal reden. Hinterher debattierten wir unter uns den Traum vom erfolgreichen Kurort, den hatte hier schon mancher geträumt. Im Grunde genommen brauchten wir Schaper eigentlich dafür gar nicht. Aha. Wieso aha? Ja, Sie wollten die Sache allein machen, was? Ja, gewissermaßen. Aber dann merkten wir bald, dass das nicht so einfach war. Die Kreissparkasse, die Landwirtschaftsbank, alle Geldgeber, von denen wir uns was versprochen hatten, fragten erst mal nach unserem Eigenkapital. Ja, das hatten Sie nicht. Ja, kaum. Als wir dann von den hohen Zinsen hörten, da war uns klar, das schaffen wir nicht allein. Da müssen tüchtige Leute her. Schaper und Genossen? Wieso hatten die denn Geld? Ja, die wollten das Nötige beschaffen. Ja, und wir waren uns im Gemeinderat einig. Wir wollten das Grundstück dazu beisteuern. So, meine Herren, der Anfang ist gemacht. Die Wimroter stellen ein Grundstück zur Verfügung. Hier habe ich die Zusage. Zusage? Lassen Sie mal sehen. Jedenfalls so gut wie eine Zusage, mir genügt's. Erste Einlage, das Aktienpaket der Clarus Erschließungs AG Zürich.
was denn? Sie haben schon... Alter Firmenmantel, aber macht sich ganz gut. Den haben wir vor Jahren mal für 2000 Mark gekauft. Ja, lassen Sie mal ruhig, sparen Sie sich lange Erklärungen. Worum es jetzt geht, ist die neue Firma. Sind denn diese Leute in dem Kaff schon mit allem einverstanden? Na, im Umgang mit Problemen haben wir doch wohl einige Erfahrungen, oder? Ich bewundere Ihr Tempo. Das wird von Mal zu Mal rasanter. Aus gutem Grund. Die Banken wittern zunehmende Brise von vorn. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay. Aber das Grundstück und die Schweizer Papiere sind doch für den Anfang noch ein bisschen wenig. Haben Sie seine Zeichnung schon gesehen? Mhm. Gekonnt, Herr Biswanger. Ihre Kuranlage würde ich sogar kaufen. Fräulein Zahlen, bringen Sie doch mal den Entwurf für den neuen Firmenzug rein. So, meine Herren, und hier habe ich die Liste der Präsidentschaftskandidaten. Was denn? Eine Kandidatenliste haben Sie auch schon? Ja. Professor Dr. Ludwig, Staatssekretär AD, also der kommt später. Obermedizinalrat AD Schmedes, langjähriger Leiter des Landeskrankenhauses Neustadt. Und hier, meine Herren, Dr. Freiherr von Arning, Inspekteur der Truppenmedizinischen Akademie der Bundeswehr in Pension seit dem 1.4. des Jahres. Mit dem besten Mann sollte man immer anfangen. Kompliment, Herr Doktor. So fit möchte ich auch mal sein. Ja, das liegt ganz bei Ihnen. Sie sind Herr Schafer? Ja. Nochmals herzlichen Dank für die telefonische Zusage zu diesem Gespräch. Ja, wenn Sie erlauben, können wir uns da drüben hinsetzen. Ich bin gerne im Freien. Ja, gern. Ich weiß nicht, ob Sie schon Gelegenheit hatten, in die Unterlagen einzusehen, die ich Ihnen zugeschickt habe. Gelegenheit habe ich jetzt mehr als genug. Doch, doch, die Sache ist sehr interessant. Nicht wahr, Herr Doktor? Besonders für Sie. Mich? Ich weiß nicht. Was soll ich denn nun eigentlich bei Ihrem schönen Plan vom Kurzentrum? Was halten Sie denn vom Präsidium? Wie bitte? Ich bin gekommen, Herr Doktor, um Ihnen im Namen der Medico Bau und Boden GmbH und Co-Kommanditgesellschaft die Oberleitung anzutragen. Moment mal, ich soll Kaufmann spielen? Nicht Kaufmann, den Repräsentanten. Da haben Sie mit dem Kaufmännischen so gut wie nichts zu tun. Nur mal sagte, eine Bauträgergesellschaft ist doch kein Kegelclub, da geht's doch um Geld. Und Geld, wissen Sie, also wenn Sie auf Geld spekuliert haben, ein pensionierter Truppenarzt ist kein Krösus. Es geht ja überhaupt nicht um Ihr Geld, Herr Doktor. Aber doch um Geld. Für den Bau der Kuranlage gewiss, aber da sind ja schon eine Menge maßgebender Leute beteiligt. So? Wer denn? Mit der Gemeinde Winroth geht es los. Baugrund, Heilquelle, gesamte Erschließung, das ist schon mal unter Dach und Fach. Dann haben wir aus der Schweiz die Clarus Erschließungs AG, eine der namhaftesten Baufinanzgruppen. Meine Schafer Bau Boden AG stellt eine bedeutende Einlage und Privatzeichnungen liegen auch schon vor. Ja, darauf müssen wir erst einmal einen nehmen. Und nun sollen also noch weitere Geldgeber gefunden werden. Ja, und die wollen natürlich auch verdienen. Verdienen? Aha. Naja, wer ans Geld gibt, soll auch am Gewinn beteiligt sein. Etwas anderes wäre Spiegelfechterei. Wir rechnen mit 15% und höher. 15% und höher? Naja, aber so eine Kuranlage und besonders ein Diagnostikzentrum, also jetzt will ich mal ganz als Mediziner sprechen, sowas soll auch in Zukunft für jeden da sein. Ja, deswegen verhandle ich ja schon mit den westdeutschen Betriebskrankenkassen wegen der Belegung. Betriebskrankenkassen? Das ist natürlich sehr interessant. Jedenfalls brachte Schaper sehr bald die Belegungszusage der Krankenkasse und das war für uns natürlich noch mehr das Signal, endgültig zu einem Ja zu sagen. Brachte Schaper diese Zusage denn schriftlich? Ja, sicher, bloß die Zusage war, wie sich dann rausstellte, nicht verbindlich. Nicht verbindlich? Was mich interessiert, wie hat Schaper diese Zusage überhaupt erreicht? Ja, seine Methode war anscheinend dem einen mit dem, was der andere halb oder ganz zugesagt oder in Aussicht gestellt hatte, zu überzeugen. Ja. Jeder meinte vom anderen, wenn der oder jener mitmacht, dann mache ich auch mit. Sehen Sie mal da. Dieser Trakt ist für die medizinischen Bäder gedacht. Inhalation, Massageräume, Behandlungszimmer. Und das Prunkstück des ganzen Komplexes, die Schwimmhalle. Wenn nicht bald was passiert, verfällt das alles wieder. Ja, in diesem Zustand müsste ja eigentlich die öffentliche Hand eingreifen, Herr Weiß. Also ich meine das Land, der Bund? Ja. Dafür ist in den Haushaltungskosten nichts vorgesehen. Außerdem gehen die Zinsen zur Lasten der Gemeinde und die wachsen wie eine Lawine. Ihr Sohn ist doch Jurist. Mein Schwiegersohn. Wenigstens einer in der Familie. Vielleicht kann er mir gelegentlich mal einen Rat geben. Jederzeit.
Es handelt sich um etwas Geschäftliches. Aha. Arning hat mal etwas angetragen, nicht uninteressant. Man muss seine paar Piepen gut anlegen. Paar Piepen? Ich hoffe, es sind mehr als nur ein paar. Sie haben gut lästern, lieber Nordmann. Ich habe außer meiner Pension weder Einkommen noch Familie. Ich habe auch bloß meine Pension und die ist bei einem Ministerialrat ein bisschen niedriger als bei einem Staatssekretär. Wir sind beide arm dran. Geht's um nennenswerte Beträge? 100.000, vielleicht ein bisschen drüber. Ja, ich frage nämlich, weil mein Schwiegersohn selbst eine gute Anlage braucht. Interessant. Es geht da um eine neue Firma. Ach, da wollen Sie einsteigen? Vielleicht als stiller Teilhaber. Man hat mir auch einen Posten angetragen, Repräsentation oder sowas, aber ich weiß bloß nicht recht. Sieht inzwischen aus wie Schach, wie? Oh. Meine Herren, ich eröffne die erste ordentliche Sitzung der Medico Bau und Boden GmbH und Co. Kommanditgesellschaft und begrüße Sie im Namen des Vorstands. Bevor ich zum ersten Punkt unserer heutigen Tagesordnung komme, darf ich in Anbetracht des Anlasses den Repräsentanten und Sprecher der Damen und Herren Gesellschafter um ein Begrüßungswort bitten. Das Wort hat Dr. Freiherr von Arning. Meine Herren, mit Bedauern darf ich zunächst einmal davon Kenntnis nehmen, dass diese ehrenwerte Versammlung wieder einmal eine rein männliche Angelegenheit ist. Obwohl doch, wie ich aus meiner Werbetätigkeit in den letzten Wochen sehr wohl weiß, sich auch Damen als Kommanditisten, oder sollte ich vielleicht sagen Kommanditistinnen, unserer heute in Gründung befindlichen Gesellschaft angeschlossen haben. Nun, das ändert sich vielleicht noch im Lauf unserer hoffentlich langen und ersprießlichen Zusammenarbeit. Meine Herren, wir haben uns heute zusammengefunden, um ein gemeinsames Werk zu beginnen, das, wie ich hoffe, einen guten und harmonischen Zusammenklang von wirtschaftlichen und gemeinnützigen Absichten in sich vereint. Und ich darf hinzufügen, auch administrativen, wenn ich unseren verehrten Herrn Bürgermeister von Wimroth hier in unserer Mitte sehe, den ich ganz besonders herzlich begrüßen darf. Ist eigentlich niemandem aufgefallen, dass bei dieser sogenannten Gründungs- oder Eröffnungsversammlung überhaupt kein Bankfachmann dabei war? Ja, wer kennt sich da schon aus? Beim Vorstellen denkt man doch, da werden schon ein paar Fachleute dabei sein. Ja, oder ein Jurist. Hätte doch mindestens einer dabei gewesen sein müssen, der die juristischen Belange wahrnahm. Ja, die Rechtsdinge hat der Ministerialrat vorgetragen und zum Schluss kam dann noch ein Rechtsanwalt dazu. Ach so. Wird ja wohl wieder Dr. von Anning umso mehr das Wort geführt haben, habe ich recht? Er hat die Versammlung begrüßt und für allgemeine Harmonie gesorgt. Als dann Schaper redete und mit seinen großen Tabellen und Berechnungen kam und als dann der Architekt die Baupläne erläuterte, da wurde die Freude mal größer. Gab es denn wenigstens ein Protokoll der Versammlung? Ja, der Ablauf wurde punktartig festgehalten. Und Ihre Gemeindeversammlung? Ich war ja fein raus. Ursprünglich sollte noch ein Vertreter der Gemeinde mitkommen, aber die lieben Wimroter konnten sich wieder mal nicht einigen. Mit der Firma haben wir ja nur sozusagen am Rande zu tun. Nicht? Das Grundstück war gestellt, mit dem Bau hatten wir nichts zu schaffen. Ja, aber doch mit der Erschließung. Na, nicht so knapp hier. Die Straßen sind alle neu angelegt, darunter B- und Entwässerung, Strom, Zuleitung von der Quelle. Da hinten sollte der Parkplatz hin, alles schon befestigt. Ja, ja. Ja, es wird Zeit für mich. Aber wollen Sie schon gehen? Ja, ich will noch einen Bericht schreiben. Sie geben mir bitte noch alle Unterlagen mit, die Sie für wichtig halten und heute Abend reise ich dann ab. Aber wie geht's noch weiter? Tja, Sie sind nicht der einzige Geschädigte, Herr Bürgermeister. Während ich hier mit Ihnen rede, versuchen meine Kollegen daheim zu ermitteln, wie hoch der Schaden bei den Kommanditisten ist. Ach. Ja, das Dunkel scheint sich jetzt allmählich zu lichten. Mit Hilfe unserer neuen Wirtschaftsreferentin. Ja, Frau Klaus hat Tag und Nacht gearbeitet. Also kurz und gut, die Gründung der Firma Medico Bau und Boden GmbH und Co. KG erfolgte zunächst mit den Einlagen der Kommanditisten. Natürlich zu dem Zweck, danach entsprechende Gelder von den Banken zu halten. Die Banken reagierten jedoch zurückhaltend, ein Umstand, den die Firmengründer gar nicht mal so sehr erwartet hatten. Ja, inzwischen war der Diskontsatz darauf gesetzt worden. Ja, ganz recht. Nicht nur die Zinsen wurden höher, was die Herrschaften gar nicht mal so sehr gestört haben dürfte. Nein, die Banken forderten größere Sicherheiten. Ich bin überzeugt, Schaper und Genossen hätten sicher gerne auch noch Bankgelder kassiert. Und wie wurden die Kommanditgelder verwandt? Nur zum kleinsten Teil für den Bau. Von fast 20 Millionen Rechnungssumme ist bis jetzt nicht ein Viertel bezahlt. Woher wissen Sie das so genau? Ja, Dr. von Arning hat uns Rechnungskopien von Baufirmenlieferanten verschafft. Übrigens, Sie haben auch mit Scheinkapital angefangen. Oh, Moment mal. Das wäre doch schon mal ein Beweis für betrügerische Absichten, oder? Können Sie uns das im
Einzelne begründen? Von der Schweizer Glarus Erschließungs GmbH existiert nur der Firmenmantel. Ihre Kommanditeinlagen konnten niemals eingezogen werden. Aus Schapers Bau und Boden GmbH sind keine 1000 Mark rauszuholen. Und das Gelände der Stadt Wimroth war zuerst noch nicht fest zugesagt. Alles in allem ist mit Luftgeschäften angefangen worden. Naja, das müsste allerdings auch buchtechnisch nachzuweisen sein, Freund Klaus. Ja, aber natürlich. Hier, Herr Roth. Dr. von Arning brachte mir gestern Abend noch die Fotokopien von weiteren Unterlagen. Ich habe mich mit den Geschädigten beschäftigt und sie zunächst in drei Gruppen eingeteilt. Mhm. Die, die sich haben einspannen lassen, also Leute wie Dr. von Arning, der Ministerialrat, der alte Professor und ähnliche, die eigentlich nur zu Repräsentationszwecken angelockt wurden. Die aber dann ebenfalls Kapitaleinlagen machten. Ja, ja, das waren auch Kommanditisten. Ihre Anteile schwanken von 80.000 bei Dr. von Arning bis zu 200.000 beim Ministerialrat und seinem Schwiegersohn. Einem Juristen. Ja, ja, ich weiß. Dann ist die große Gruppe derjenigen, die nur ihr Geld anlegen wollten. Und noch dazu schwarzes Geld. Da müssen wir übrigens noch das Finanzamt einschalten. Ja, Moment, eins nach dem anderen, ja? Ja, natürlich. Ja, und schließlich die Gruppe der Geschädigten, bei denen der Schaden indirekt entstanden ist. Also die Bewohner von Wimroth, die Gemeinde selbst, aber darüber wissen Sie ja mehr. Na ja, wie hoch ist denn der Schaden bei den Anlegern selbst? An die 30 Millionen. Wenn Schaper alles in allem vielleicht 7 bis 8 Millionen Unkosten hatte, für die Vertreterprovision, für die Baufirmen und eigene Spesen, dann bleiben weit über 20 Millionen verschwunden. Meine Herren, bitte, meine Herren, überlegen Sie doch ruhig und sachlich. Wenn sich jetzt die Kommanditisten dazu entschließen könnten, noch einen gewissen Betrag nachzuschießen. Auch das noch! Das ist ja wohl der Gipfel! Meine Herren, der Bau ist doch einzig und allein ins Stocken geraten, weil die Baufirmen nicht nachgebessert haben. Weil sie die Baufirmen nicht bezahlt haben. Deshalb mussten die Baufirmen doch erstmal termingemäß bezahlt werden. Die Handwerker sind weggeblieben. Krankheiten, Ausfälle. Bitte fragen Sie doch unseren Architekten. Herr Schaper, lassen Sie doch endlich das Versteckspiel. Wir wollen jetzt eins wissen, klipp und klar. Wo ist das Geld? Das Geld? 30 Millionen, unsere gesamten Einlagen. Wo? Ich muss doch sehr bitten, meine Herren. Alle Vor- und Verwaltungskosten während der dreijährigen Planungs- und Bauzeit sind bezahlt worden, so an die 10 Millionen. Das ist eine Unverschämtheit. Belegen Sie das endlich mal. Die Baufirmen und Lieferanten haben weit über 5 Millionen bekommen. Wieso denn bloß 5 Millionen, wo schon 20 verbaut worden sind? Die Firmen bauen doch nicht auf Kredit? Nicht ganz, Herr Nordmann. Aber ich habe Firmen gefunden, die bei dem großartigen Objekt und nach der ersten Bankauskunft die Hauptbezahlung erst nach Abnahme vereinbarten. Aber bei der mangelhaften Leistung war die Abnahme ja nicht zu verantworten. Aber Herr Schaper, wo ist das Geld? Ich habe doch auch Rückstellungen vorgenommen. Sie wissen ja selbst davon. Wo? Ja, was ist denn? Eine Dame und ein Herr, erwarten Sie bitte. Entschuldigen Sie mich bitte. Entschuldigen Sie, meine Herren. Gestatten Sie eine Minute Unterbrechung draußen. Ja, ja, also meine Herren, das geht. Einen Moment. Ja, was ist denn, müssen Sie denn ausgerechnet jetzt? Ich stehe Ihnen doch jederzeit in meinem Büro. Entschuldigen Sie, Herr Schaper, aber ich glaube, unser Besuch ist sehr dringlich. Ja, wieso denn? Wir sind doch mitten in einer Gesellschafterversammlung. Es geht um den Bestand unserer Firma. Ja, eben. Gerade deshalb sind wir ja hier. Wir können Ihnen nämlich jetzt sagen, wo Ihre sogenannten Rückstellungen geblieben sind. Aber wollen wir nicht lieber reingehen? Ich glaube, die Herrschaften da drin werden sehr begierig sein, uns ein paar Fragen zu beantworten. Ja?